sind wir auf dem Weg nach in einen Trödelladen in der Nähe von Heide. Das ist im Norden von Schleswig-Holstein. Die Sonne scheint, es ist ganz tolles Wetter. Wir haben nur zwar 3 Grad, aber wir gucken, was wir da sehen oder vielleicht kaufen. Dann würden wir euch das nachher zeigen, falls wir wollen. Добрый день! Погода хорошая, солнце светит. Мы сегодня едем в сторону Хайды. Там я нашла по интернету один магазин, тоже барахолка, по-немецкому Trödelladen называется. Нам стало интересно и надеемся, что мы сегодня очень хорошие вещи найдем. Ну что, поехали! Ja, jetzt ist das gut zu sehen. Zwischenrot. Und da haben wir noch, das ist bestimmt Rosenthal, die kleine Schale. Diese hier? Nee, nee, die. Die? Nein. Nein, das ist Mimose, ne? Das ist Mimose, ja. Von Rosenthal. Aber dreckig. Leider in diesem Laden sind keine Preise auf den Sachen. Hier haben wir Herren. Machen müssen. Sind keine Preise drauf und mit jeder Sache muss man nach vorne laufen und fragen, was hast du hier Silber? Hast ja, du? Ne? Ja, aber das ist nur Silberauflage. Da hast du richtig Silber drauf. Das ist noch eine. Auch mit Silberauflage. Das ist ein bisschen nervig, dass man immer, wie gesagt, mit jeder Sache nach vorne laufen muss und fragen, was das kostet. Deswegen hier wird das schwer mit Preisen, euch zu sagen, was die... Ich finde das wirklich nicht gut, dass die Preise nicht drauf sind. Einmal melden. Ja. Ja, ist kaputt, ja, aber ich wollte noch gucken, was das ist. Hier wird man wahrscheinlich nicht mit den Sachen so fein umgegangen. Nee. Weil sehr viele, sehe ich gerade, Sachen sind beschädigt und das, da blutet mein Herz wirklich, wenn ich sowas sehe. Ja, denen ist es scheißegal, ne? Ja. Auf Deutsch gesagt. Das ist echt traurig. Ganz tolle Kanne. Ich glaube, Saxonia. Das ist Silber. Sicher? Mhm. Ich frag mal. Und die kommt Kaffee. Kommen wir gleich auf die andere Seite, da haben wir nur Kaffeekannen hinter uns, aber ich möchte euch erstmal hier haben wir England, Royal Albert bestimmt, ja, auch kein Preis leider, und
Ich würde mal nachfragen, ich stelle das mal kurz hier so hin. Ich hol die aber bevor hier einer, hier laufen mir zu viele rum. Mal gucken. Gerold, Teetau. Die ist hier schön, die Bonbonniere. Und noch heil. Und noch heil. Wie ein Wunder. Ein Wunder, ja. Ich nehme die drei Sachen mal mit. Ja, ich würde an deiner Stelle sofort da gehen und fragen, dann können wir den Leuten gleich sagen, was die für die kleinen Teile hier verlangen. Ja, das frage ich mal gleich. Ja, dann wissen wir Bescheid. Ich bin gleich wieder da. Den Teller von Hutschenreuther. Und ich wollte die, das Ei da oder was das ist, machen groß. Gleich fliege ich auf die. Auf den ganzen Tisch bestimmt. Ich weiß zwar nicht, was das ist. Bonbonniere. Das ist alter Fürstenberg, das habe ich schon irgendwo gesehen auch. Meißenstadt. Hier beschädigt. Hier haben wir ganze Kaffee- und Essservice von Rosenthal. Ganz ehrlich, ich will so gar nicht fragen und wissen, was die dafür haben. Mehr wie im Laden. Hier hat Jana Sorau gefunden. Ich möchte gerne die Uhr da sehen. Ja, ich mache gleich fest. Ich will das nur ordentlich machen. Damit das ein bisschen okay aussieht. Und dann. Ja, wie ich sehe, das ist mit Batteriebetrieb. Also nichts Vernünftiges. Hier ist Hutschenreuther. Das untere ist auch Hutschenreuther. Das ist
ich bin ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen, dass ich euch die Preise nicht sagen kann. Hier zum Beispiel für so eine Vitrine 295 Euro. Ich finde das nicht ganz, ganz teuer. Ja, hier sind irgendwelche Reste von, weiß ich nicht wem. Link. Es ist alles vollgestopft hier. Ja. Oh, ich komme hier nicht durch. Ich nehme da was mit. Das ist alles so voll. China. Weimar. Nee, Gilmenau. Aber das sind Einzelteile wieder. Mein Mann in seinem Element. Ist ja was ganz anderes, ne? Ja, die wollen bestimmt ganze Menge Geld. Ja. Fragen wir. Hast du schon gefragt, was die dafür wollen? Ja. Was? 85 Euro. Was, für die Uhr? Nein, für die andere. Und die? Keine Ahnung, ich habe nie gefragt. Ja, dann geh damit. Aber das guckt nicht. Ach, das guckt nicht. Die Kuckuck ist kaputt. Der guckt nicht. Der guckt nicht. Gleich, ich habe hier Willow im Bauch, wollte ich erstmal zeigen. Auch Konvolut alles. Hier ist Rosenthal. Ist das auch der Rosenthal? Mhm. Sieht so aus, aber nein, doch nicht.
sitzen doch. Mhm. Ah, Melita. Von Melita. Und hier kommen schon Lampen. Ja. Na? Aber nicht das. Ich guck gleich, welche. Die ist süß, ne? Ja, mit den Katzen. Und wieder sind wir bei Katzen. Hier haben wir Jugendstil. Ja. Ohne Manufaktur. Ach, das ja. Ja, das nicht. Das nee, ist, ich dachte, du meinst. Nein, das nicht. Das Gott, ja. Das will, das ist. Das ist Jugendstil. Ich glaube, ich habe sowas auf eine Art. Du hast so eine Karne. Ja. Das ist eine ganz, ganz große Kanne. Guck mal, Jana. Ein KPM. Die ist alt, ne? Alte Kanne. Ist sie heil? Das weiß ich nicht. Hier hast du auf dem Deckel oder im Deckel hast du die Manufaktur Königszelt. Und dann viel Gold. Mhm. Naja, Zustand ist gut, aber das ist. Was soll man? Das ist nur für Sammler, die Kaffeekannen sammeln. Ja. Das, gibt's viele? Ja, das sind Einzelteile. Ich habe auch viele Kaffeekannen. Mhm. Wir trinken durch nicht so. Da ist keine Manufaktur. Das ist von Kaiser hier, aber da zeige ich dir den Deckel, wie der Deckel aussieht. Ich glaube, ich kann das sogar nicht mit den Fingernägeln. Jetzt kannst du sehen, wie dreckig das alles ist. Man muss wirklich erstmal putzen, 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 bevor man das. Oh ja, die ist ganz, ganz toll. Ich stelle die hin und dann zeige ich dir die. Tischenrolle. Tischenrolle, sagt Jana. In einem guten Zustand. Das ist auch Japan oder China hier. Na? Halben Herz gekriegt? 100. Ja, die Wofür 100? Für die Kuckuckuhr. Nein, für die Lampe. Für die Lampe, 100. Ja, das ist schon eine Lampe. Oder? Okay, dann zeige ich euch gleich. Mein Mann hat da eine originale Petroleumlampe entdeckt, die zeige ich euch. Und er hat nachgefragt, dafür wollen die 100 Euro. Dann gehen wir erstmal zu der Petroleumlampe. So, jetzt bin ich bei der Petroleumlampe. Das ist die, die du hier siehst, aus Messing mit weißen Lampenschirm. Leider kann ich nicht näher kommen. Ich versuche so, nochmal. Jetzt bin ich näher gekommen. Und die Lampe sollte, was sagst du, Richie, 100 Euro? Ja. Ja. 100 Euro wollen die dafür haben. Es ist viel Geld für so eine Lampe. Leider. Was ist das denn hier, Richie? Keine Ahnung, das ist. Oh, auch eine Lampe. Nein. Vorsicht.
Ja, hier muss man vorsichtig. Ich habe keine Ahnung. Doch, das ist ein Lampenschirm. Irgendein Lampenschirm, glaube ich, ist das. Lampenschirm? Ja, sieht so aus wie Lampenschirm. Ganz komische. Ja. Wie ein Helm. Okay. Hier haben wir in Zwiebelmuster unser tägliches Brot von Gerold Porzellan. So, hier habe ich eine Lampe entdeckt. Sieht aus wie Kobalt. Es ist ein bisschen dunkel hier, kaum zu sehen. Manufaktur sehen wir hier keine. Also können wir nicht sagen. Und auch den Preis natürlich sieht man. Da hat Jana noch eine davon entdeckt. Also das sind zwei Lampen. Da hat sie noch eine. Ja, warte, da ist oben was, also, dass das mit 24 Karat Gold ist. Also wenn die bei der Kasse sehen Gold, dann würden die bestimmt viel Geld verlangen davon. Sind da hinten auch welche Bilder? Nein. Könnt ihr mal sehen, wie groß das hier eigentlich ist. Und wir sind nur in einem Raum und hier sind drei Räume. Sehr groß. Nein. Nein, die nehme ich nicht. Die sind, obwohl das ist Kunst. Nee, das ist kein richtiges Fell. Das ist Kunstfell. Ja, sicher, kannst anpassen. Guck mal, das merkst du. Ich habe keine roten Katzen, nee. Die hier, die Kleine, die schläft im Körbchen. Hast du die Große hier gesehen, wie traurig die ist? Auch rot. Auch eine rote. Die ist auch rot, ja. Was ist das hier? Ja. Wollen wir noch in den anderen gehen? Ja, wir gehen noch weiter. Eine riesige Vase von Tillowitz, nur leider sehr, sehr kaputt, wie du sehen kannst. Da kriegt man richtig Angst. Ja. Nicht gut? Nee. Nichts Besonderes.
auch noch Kobalt, aber das ist nichts Besonderes. Wir sind jetzt zu Hause und Jana packt ihre Sachen, was sie gekauft hat. Ich habe nichts heute gekauft. Ich war heute wirklich sehr hart. Und als ich habe mich benommen. Also, da Charlie. Das siehst du. Ja, da seht ihr den Charlie von Jana. So ein Riesenkater ist das. Der hängt fast bis nach unten bei Jana. Na, Jali, alles gut bei dir? Gut, ja. In die Kiste. Dabei. In die Kiste. So. Schon mit dem ersten Gedeck. Das erste Gedeck, was Jana gekauft hat. Ich sag euch nachher alles zusammen, was sie bezahlt hat. Ich habe euch schon gesagt, dass da keine Preise drauf waren. Man muss immer nach vorne laufen und fragen, was die Sachen kosten. Auf jeden Fall, sie hat dann ihr Korb voll gepackt. Was heißt voll? Voll kannst du nicht packen, weil sonst wirst du da arm. Und dann ist sie nach vorne gegangen mit den Sachen, was sie kaufen wollte. Und hat gehandelt und Gesamtpreis gemacht. Wie du siehst, wir haben hier ganz schöne Gedeck, Dreiergedeck, Sammelgedeck mit wunderschönen Blumen, mit sehr gutem Zustand. Und das ist von der Manufaktur Karl Tilsch, Altwasser. Sehr alte Gedeck mit Beinen, das steht auf den Füßen, das zeige ich dir gleich. Hier kannst du das viel besser sehen bei der Nahaufnahme. Schau mal, wie das verarbeitet ist. Und es ist wirklich in einem guten Zustand. Ich glaube, das, was wir hier sehen, das ist einfach Schmutz. Das muss man. Ja, das muss ich waschen. Ja, das muss man. Du hast gesehen in diesem Video, da waren sehr viele Sachen, die wirklich dreckig waren. So, das ist das erste Gedeck, was Jana, ja, sie lacht, weil Charlie versucht, mich hier die Haare zu ziehen. Das zweite Gedeck, was sie da gekauft hat, auch ganz alte, schöne Porzellan, auch Zustand sehr gut. Wir haben keine, doch Mira hat entdeckt ein Abplatzer. Siehst du, Jana? Nee, ne? Doch. Ja, ich sehe das jetzt in Aber minimal. Deswegen, da muss man Leute wirklich sehr, sehr gut gucken. Da muss man mit Lupe. Du hast gesehen, die Ecken sind da dunkel und man kann wirklich nicht alles da sehen. Das ist diese kleine Abplatzer, was hier an der Tasse zu sehen ist. Hier. Und wie ich schon sagte, ich kriege Herzinfarkt, wenn ich sehe, wie die Leute mit alte, schöne Porzellan umgehen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben hier die Manufaktur Sorau. Das ist Manufaktur, Porzellanmanufaktur, die war damals in Schlesien, heutige Polen. Heute heißt das Jare auf Polnisch. Auf allen drei Teilen haben wir den Stempel. So, das ist das zweite. Jetzt kommt das dritte Teil, was sie gekauft hat. Da haben wir ein Deckel erstmal. Das haben wir euch gezeigt. Sie wollte doch nach vorne gehen
auch. Schmutz ohne Ende, das klebt richtig. Ja, also sie muss erstmal alles waschen. Das ist das dritte Öl, ja, das dritte Teil, das sie gekauft hat. Das ist die Bonbonniere von Gerold Porzellan, handgefertigt. Auf ersten Blick, wie wir das da in Laden geguckt haben, war alles in Ordnung. Aber das haben wir auch bei der Sorau-Tasse gedacht. Und siehst du jetzt, wo ich die Nahaufnahme gemacht habe, haben wir entdeckt, dass da ein kleiner Abplatzer ist. Aber hier, so wie ich das sehe, ist alles perfekt. Die konnte ich noch retten. Die konnte sie noch retten. Und dann noch mit dem schönen Deckel obendrauf. Das ist gesagt, ich habe heute nicht viel gekauft. Nee. Und dann hat sie noch ein Teil gekauft. Sie hatte da schon Tassen von der englischen Manufaktur. Okay, ich hab die. Ja, die Tassen hat sie schon vor ein paar Monaten gekauft und auch Milchkännchen und Schälchen, glaube ich, hast du gekauft, ne? Nee, das Milchkännchen und Schälchen, das, also das ist was anderes. Okay. Und das ist von Royal Albert. Und auch hier haben wir sehr guten Zustand. Das sind die Tassen, was sie jetzt immer eine nach der anderen kauft, die Gedecke. Aber das haben wir heute nicht gekauft, das hat sie schon gehabt. So, meine Lieben, das war's für heute. Wie gesagt, das war nicht viel. Wir fahren morgen zum Flohmarkt wieder. Nach Elmshorn. Nach Elmshorn, und dann nehmen wir euch gerne wieder mit. Und ich hoffe, seht ihr dann in ein paar Tagen. Ja, in ein paar Tagen, nächste Woche vielleicht. Und ich hoffe, das hat euch wieder gefallen. Und wir würden uns freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Und wir wünschen euch schönes Wochenende und schönen Abend. Tschüss.